Es kann mehrere Jahre dauern, bis die Bäume Früchte produzieren. Voilà. Also ja, ist natürlich realistisch. Aber das ist ganz schön happig. Das heißt, man sollte auf jeden Fall zuerst eher den Wert auf Sachen legen, die innerhalb des ersten Jahres auch hergestellt werden können. Weil es bringt einem Anfängerdorf nichts, wenn es eine riesige Baumfarm hat, wenn sie den ersten 5 Jahre hungern müssten. Was sie auf keinen Fall überleben. Okay. Hier unten haben wir wieder einen Yieldmeter und hier können wir sagen, dass sie harvesten sollen. Oh. Und wir können auch den ganzen Wald abfällen mit dem Knopfdruck hier. Ich hoffe mal, wir bekommen auch das Holz dann. Falls wir was anderes anbauen wollen. Oder falls wir aber kein Brennholz mehr haben. Das kann ich mir auch vorstellen. Wenn es so ein richtig knackiger Winter ist und so Leute kurz davor sind zu erfrieren, dann werden wir natürlich eher die Apfelbäume kurz weghacken, damit sie nicht erfrieren. Ist zwar dann langfristig doof, weil dann weniger Essen da ist, aber man muss halt tun, was man tun muss. So. Weiter. Und auch hier, wie in jedem Gebäude, kann man sagen, ob jemand arbeiten soll oder nicht. Weiter. Weiter. Pasture. Wir haben momentan zur Auswahl nur Schafe. Und man kann mehr Tiere beim Händler bekommen. Ich sehe schon, der Händler wird ein recht wichtiger Faktor sein. Also sollten wir das nächste Tutorial auch mitmachen. Das ist das letzte. Da wurde dann erklärt, wie der Händler funktioniert. Laut Hauptmenü. Also, Schafe. 2 Arbeiter sollen reichen. Ach, hier steht auch ganz dunkelgrau auf braun, wie viel maximal hier arbeiten können. Weil sonst hätte ich nicht gewusst, wie viele ich zuteilen soll. Also, wie viel zu viel und wie viel zu wenig ist. Aber da kann man sich ja gut orientieren. Man kann Kreaturen von einem Gatter zu einem anderen Gatter bringen mit diesem Move-Befehl. Und man kann sie auch aufteilen. Also man muss richtig die Tiere von einem Gatter zum anderen treiben. Das ist ja auch cool. Also ja, das sieht super aus, das Spiel bisher. Echt super. Ich freue mich schon aufs echte richtige Spiel. Weiter. Und was? Achso, also wir können ausstellen, dass die Leute hier arbeiten sollen. Dann wachsen die Tiere noch weiter. Aber sie haben halt nicht so häufig Ugi-Ugi. Ihr wisst schon. Weiter. Wenn es zu viele Tiere in einem Gatter gibt, wird der Hüter sie schlachten. Selbstständig. Ah, okay. Und hier können wir halt einstellen, wie viele Tiere denn vorhanden sein sollen. Okay. Und damit können wir auch einstellen, dass wir kurzfristig viel Fleisch bekommen, ebenso wie hier halt mit dem Holz. Also wenn wir im Winter kurz davor sind zu erfrieren, hacken wir die Bäume weg. Wenn wir kurz davor sind zu verhungern, schlachten wir halt mehr Tiere. Dann haben wir im Frühling zwar das Problem, dass wir nicht genug Tiere haben für andere Güter und Reproduktion und so, aber wir haben wenigstens den Winter überlebt. Weiter. Hunting Cabin. Ja, der hat nicht besonders viele Optionen. Der Jäger geht halt los und sucht Wild. Es gibt Essen und Leder. Das verstehe ich bei dem auch nicht. Also man kann hier einstellen, wie viel Essen er maximal sammeln soll. Oder wie viel maximal im Lager vorhanden sein soll. In diesem Fall 5000, was mir ziemlich viel scheint. Aber ist es wohl nicht, weil wir haben 3600 jetzt schon. Und wenn er das hat, hört er auf zu arbeiten. Das heißt, es muss wirklich sowas wie Überfischung, Überwilderung und Überkräutersammlung geben. Weil sonst wird man einfach jagen, 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 bis man 100.000 im Lager hat. Uff. Okay, das heißt, ich werde im ersten Spiel auf jeden Fall auf die Nase fallen, weil ich nicht weiß, wie viel Leute die so im Winter, wie viel Essen die Leute so im Winter brauchen. Weil man sollte dann nur genau so viel Essen auf Vorrat haben. Wenn man mehr sammelt, sind weniger Tiere, also weniger Wildtiere da. Die Wildtiere reproduzieren sich dementsprechend weniger und irgendwann hat man gar keine mehr. Ja, erstes Spiel werde ich definitiv auf die Nase fallen. Aber gut, weiter. Gatherer, was machst du? Der sucht die Wurzeln und Beeren. Also ähnlich wie der hier auch. Deswegen wurden die wohl auch genau gegenüber gebaut. Und zwar mit dem Ausgang des einen auf den Ausgang des anderen zeigend. Also die brauchen wohl keinen Platz vor ihren Häusern.
Die wuseln sich da schon durch. Das sollte ich mir merken für eine kompaktere Bauart später. Also so kompakt wie das hier halt. Solange ein Wald in der Nähe ist, werden die Gatherer losgehen und was zu essen finden. Und sie sind eine gute Wahl, um auch Essen zu bekommen. Weiter. Fishing Hut. Ah, es gibt Statistiken. Wenn man da drauf drückt, auf diesen gekringelten Pfeil, sieht man die Statistiken. In dieser Jahreszeit hat er bisher 430 gefangen, letzte Saison 565. So kann man wohl sich selbst ausrechnen, ob es Überfischung gibt oder nicht. Also noch was, das man selbstständig im Hinterkopf behalten muss. Sehr gut. Außer es gibt dafür auch wieder irgendwo im Menü andere Statistiken. Wenn deine Bevölkerung größer wird, wird sie mehr Essen brauchen, um nicht zu verhungern. Produziere eine große Vielzahl an Essen, damit die Bevölkerung glücklich und satt ist. Ja. Weiter. Tutorial fertig. Letztes Tutorial. Das wird jetzt der Händler sein. Und dann können wir unsere erste Stadt versemmeln. So, ein Trading Post kann benutzt werden, um neue Samen zu kaufen, Fruchtsamen, Tiere, Essen und viele andere Gegenstände. Sobald ein Trading Post gebaut wurde, kommen ab und an verschiedene Händler, mit denen man Handel treiben kann. Das hier ist der Trading Post. Ganz schön groß und sinnigerweise am Wasser. Was auch immer passiert, wenn man eine Karte hat ohne Fluss. Da kommen wahrscheinlich Kutschen. So. Ein Trading Post muss in der Nähe von einem Fluss oder einem See gebaut sein, das zu einem Fluss führt. Au. Wenn man das nicht hat, kommen keine Händler. Also Händler kommen wohl nur mit dem Boot. Das ist nicht so schön. Weiter. Bevor du mit Händlern Handel treiben kannst, musst du deinen Trading Post mit Gegenständen bestücken. Schon wieder genau wie in War Fortress. Also, eine Karawane kommt an und vorher müssen hier Güter sein. Und dann können wir mit diesen Gütern Handel treiben. Und alles kann vertauscht werden. Das finde ich cool. Okay. Weiter. Da diese Stadt viel mehr Werkzeuge und Umhänge hat, als es momentan braucht, sollten diese im Trading Post gelagert werden, um zu tauschen. Wir sollten also die gewünschte Nummer der Hidecodes auf 100 stellen. Heißt das jetzt, der Trading Post hätte gerne 100? Oder alles über 100 wird von hier aus dahin gebracht? Gibt es da ein Mouse-Over? Warte mal. Desired? Nein. Desired Number of Items to Store at the Trading Post. Okay, also jetzt werden einfach 100 Gegenstände hier hingestellt, egal ob die Leute hier drin frieren oder nicht. Da muss man also sehr vorsichtig sein. Und das sollen wir auf 120 stellen. Wie viel Werkzeug haben wir denn? 301. Ja, okay, das dürfte hinhauen. Und der Trading Post braucht auch einen Händler. 4 Arbeiter. Wow. Okay. Und wieder warten. Was bist du eigentlich für ein Zeichen? Wir haben fast kein Holz mehr. Okay, das ist jetzt uninteressant. Das ist nur ein Tutorial. Ich muss noch nicht euren Wünschen nachkommen. Das mache ich erst im richtigen Spiel. So. Gucken wir mal, wo die Händler kommen. Ah ne, erstmal wird jetzt das ganze Zeug hier hingeliefert. Also die 100 Mäntel und 120 Werkzeuge. Jetzt, wo die ganzen Gegenstände im Hangar sind, kannst du handeln. Trade. Dieser Händler, also dieser Händler, dessen Füße im Wasser sind, weil das Boot keinen Boden hat, verkauft Hühnchen. Ich hoffe mal lebendige. Sobald du diese Tiere gekauft hast, kannst du sie in ein Pasture tun. Oh, das heißt, man sollte vorher leere Gatter haben. Oder können die gelagert werden? Also wir sollen erstmal 6 Hühnchen kaufen. 6 Stück.
Die sind 2400 wert. Was auch immer. Dinare, Goldmünzen. Okay, Goldmünzen bestimmt nicht. Eisenmünzen, sagen wir mal. So, und hier ist das, was wir haben und was es ihnen wert ist. Und jetzt sollen wir halt auf 2400 kommen. Das klingt nicht so schwer. Ich nehme mal die Hide Codes, weil die viel mehr wert sind. Wir müssen auf 2460? Nein, hey. Ich will dir noch keine 60 Eisenmünzen schenken. Na gut. Die Hühnchen werden in das kleine Gatter hier gebracht. Ach so, der Trade Post hat ein eigenständiges Gatter. Gerade für solche Fälle. Da ist es sehr praktisch. Ich würde auf jeden Fall vergessen, leeres Gatter irgendwo hinzustellen. Deswegen ist das schon sehr gut hier. So, und da wir jetzt den Handel betrieben haben, werden die Arbeiter wieder anfangen, den Trade Post zu befüllen. Mit abermals 100 Codes. Hier, wovon wir nicht mehr so viele haben. Und 120 Tools. Das heißt, nach so einem Trade müssen wir wirklich gucken, wie viele haben wir noch, wie viel sollten wir da reintun und das dementsprechend wieder anpassen. Weiter. Oh, und wir können hier auch einstellen, dass er automatisch Sachen aufkaufen soll. Und zwar bei Purchase. Automatisches Einkaufen niemals. Wenn der Händler ankommt. Ah. Weiter. Du kannst eine maximale Anzahl an Gegenständen einstellen. Ich sehe hier gerade, da ist irgendwas komisch im Mouse-Over. Also es ist hier eine Fläche markiert, die gar nicht hervorgehoben ist. Also da ist ein gelber Rahmen und da ist nichts hinter. Da ist nur unten rechts schräg verschoben ein Arbeitenzeichen. Ich habe wohl zu schnell weitergeklickt. Nee. Aber never. Nö, ändert sich nichts. Na gut, weiter. Da ist schon wieder so ein Bug. Na, schade, schade, schade. Aber gut, ich denke mal, das werde ich auch so im Spiel irgendwie hinbekommen. Gegenstände weit oben in der Liste werden zuerst gekauft. Ah, okay. Also sagen wir mal, es kommt ein Händler an und der hat alle Gegenstände. Dann versucht unser Trading Post mit den Gütern, die drin eingelagert sind, zuerst das oberste zu kaufen. Wenn er das kaufen konnte, dann das nächste, und so weiter. Das heißt, wir müssen das hier immer dem anpassen, was wir gerade am ehesten brauchen. Oder wir machen halt alles von Hand. Was ich, denke ich mal, am Anfang wesentlich wichtiger ist. Später, wenn wir eine richtig große Stadt haben, wo man nicht mehr so viel Micromanagement betreiben muss, im Idealfall, da können wir das hier bestimmt nutzen. Oh. Also momentan ist es ja so, dass jedes Mal, wenn ein Händler kommt, hat er irgendwas Zufälliges dabei. Wir können aber auch Sachen bestellen. Dafür ist Orders. Und wir könnten jetzt bei Kassandi bestellen, einmalig zum Beispiel, Rinder. Damit wir auch eine Rinderherde haben. Und dann müsst ihr einfach nur draufklicken. Und er wird der nächstes Mal das bringen. Kostet das was extra? Das ist jetzt die Frage. Das ist ja auch ein Umstand für ihn. Er wird dir immer das vorbeibringen, was er am liebsten verkaufen will. In diesem Fall Hühnchen. Wenn wir ihm sagen, ey, wir hätten jetzt gerne Kettle, dann wird er so ein bisschen rummurren, weil er vielleicht nicht so viele Rinder hat. Und dementsprechend teurer sein. Das würde zumindest für mich Sinn machen. Gucken wir mal, ob da was steht. Da steht nur, dass das Boot nur begrenzt Platz hat. Und er kann nicht immer alles mitbringen. Also soll man nicht zu viele Sachen auf einmal einfordern. Ah, und Sachen, die wir über dieses Custom Order bestellt haben, werden mehr kosten als normale Gegenstände. Sehr gut. Sehr realistisch. Ich bin immer pro Realismus bei solchen Sachen. Weiter. Der Handel kann eine sehr wichtige Einnahmequelle fürs Dorf sein, wenn irgendetwas fehlt oder wir irgendetwas nicht herstellen können. Und hiermit ist das Tutorial fertig. Quit. Sehr schön. Also, wir dürfen die Grundlagen jetzt drauf haben. Es ist Zeit, mein erstes Dorf zu gründen, auf die Nase zu fallen, um dann ein zweites Dorf zu gründen, um auf die Nase zu fallen, und dann ein drittes Dorf zu gründen, um auf die Nase zu fallen. Ich denke, das ist auch mit der Inhalt dieses Spiels. Also ich sehe recht viele Anlehnungen auch an Dwarf Fortress, gerade was den Trade Depot jetzt angeht und den Karren am Anfang und so weiter. Und gerade solche Art von Spielen, sage ich mal,
Die sind darauf ausgelegt, dass es eine Herausforderung ist. Es ist sehr schwer zu meistern, aber wenn man es dann irgendwann später geschafft hat, ist es auch etwas, worauf man stolz sein kann. Eine Tatsache, die man bei vielen Spielen heutzutage nicht mehr wirklich sagen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Skyrim durchgespielt, dann schmunzeln alle und sagen, ja und? Aber wenn du sagen kannst, ich habe in Banish ein Dorf gebaut, das jetzt seit 10 Jahren hält, ich denke mal, dann wird das schon eher eine Leistung sein. Und da versuchen wir jetzt auch mal hinzukommen. Jetzt aber erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge starten wir unser erstes richtiges Dorf. Also bis gleich.